Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Willkommen zum WTT Young Leader Awards 2015. Wie wichtig ist denn der WTT Young Leader Award im Jahr der FHS? Es ist wirklich ein stehender Termin im Herbst geworden, einer der schönsten Anlässe, die wir haben, vielleicht auch einer der sympathischsten. Weil es geht hier um Studentinnen und Studenten, die man auszeichnen können für ihre guten Arbeiten. Junge Menschen, die vielleicht die Führungskräfte von morgen sind, und denen kann man kaum genug Wertschätzung entgegenbringen. Die Studierenden gehen ja relativ nah in die Unternehmen. So aus Ihrer Erfahrung von den letzten Jahren, wie nah lassen denn die Geschäfte die Studierenden an? Erstaunlich nah. Und schön ist auch noch, und das ist vor allem für die Studierenden schön, dass sie immer oder oftmals in Kontakt kommen mit dem CEO. Es ist nicht einfach irgendein Mitarbeiter, sondern es sind grosse Interessen in den Unternehmen da und eine extreme Wertschätzung natürlich für die Studierenden. So nah dürfen mit Machtmenschen zusammenarbeiten. WTT Young Leader Award 2015 in Mark Forschung. The winner is Awadis. Es ist natürlich ein Wahnsinnserlebnis, zu auf dieser Bühne oben stehen, vor so vielen glatten Gästen auch. Dürfen den Pokal, den man hier auch sieht, in die Höhe strecken. Und ich denke, das ist wirklich für uns auch eine super Auszeichnung, die wir entgegennehmen können. Was nehmen Sie jetzt vom Anlass mit, von heute, wo die Auszeichnungen da sind von den jungen Studierenden? Ja, das ist also ganz ein toller Anlass. Ich bin beeindruckt. Was ich vor allem mitnehme, ist so die freudige Atmosphäre, die ich gespürt habe. Und so das vorwärts wollen gehen, das finde ich sehr schön. Sowohl einerseits von den jungen Leuten, aber ich habe es auch im Publikum gespürt. Da ist eine gewisse Aufbruchstimmung da. Schön. WTT Young Leader Awards 2015 in Management-Konzeption. Valida! Die St. Gallen-Bodensee-Area ist die drittgrößte Wirtschaftsregion der Schweiz. Was auch immer man ihnen einreden will, wir in der Ostschweiz liegen nicht abseits, wir liegen mittendrin im Zentrum der Wirtschaftsmotoren München, Stuttgart, Zürich und Mailand. Wir freuen uns, Sie wiederzusehen. Am gleichen Ort, zur gleichen Zeit, am gleichen Tag, Montag, 26. September, wenn es heißt WTT Young Leader Awards 2016.